Der öffentlich-rechtliche Sender MDR ermöglicht schon seit längerem ein barrierefreies Angebot für Menschen mit audiovisuellen Einschränkungen. Schwerpunkt wird dabei auf Audiodeskriptionen und Live-Untertitelung gesetzt. Doch was versteht man darunter? Audiodeskription ist eine Bildbeschreibung über Audio, also Audio hören, Deskription beschreiben und im Prinzip beschreibt eine Stimme zusätzlich zum normalen Sprechertext das, was gerade sehende Menschen im Bild sehen. Live-Untertitelung wiederum ist etwas für hörgeschädigte Menschen, die dann sehen können, was der Sprecher sagt. Live-Untertitelung. Wie funktioniert das aber im Detail? Die Kollegen teilen sich ein. Das heißt, es gibt immer einen oder eine, die nur spricht. Das heißt, alles, was wirklich nur live vorliegt, nicht vorbereitet werden kann, hört sie über die Kopfhörer das Sendesignal, formuliert ganz schnell einen Untertitel im Kopf, spricht den in ihr Mikro. Die Spracherkennung erkennt den Text, bildet ihn auf dem Bildschirm ab. Sie checkt das ganz kurz durch. Ist hier ein Buchstabendreher, ist hier irgendwas falsch? Und drückt auf Senden. Interessant ist es, dass es neben diesen Angeboten noch zwei weitere zur Barrierefreiheit gibt. Für gehörlose Menschen haben wir noch das Angebot der Gebärdensprache. Das ist im Moment eine Sendung, MDR um 11. Die im Internet via Livestream mit Gebärdensprache ausgestrahlt wird und im Anschluss in der Mediathek verfügbar ist. Für blinde und sehbehinderte Zuschauer ist natürlich die Audiodeskription das wichtigste Angebot. Darüber hinaus hat der MDR eine Audio-App entwickelt. Das ist eine sogenannte inklusive App, das heißt, sie ist nicht ausschließlich für Blinde und Sehbehinderte, sondern für alle, das heißt auch für Sehende. Alle Fernsehangebote aus Informationen, Bildung, Kultur und Wissen sind mit vorproduzierten oder Live-Untertitelungen ausgestattet. Außerdem bietet das MDR-Fernsehen mehr als 500 Sendungen als Hörspiel an. Was also muss noch verbessert werden? Also da sind wir eigentlich permanent dran. Also was die Untertitelung angeht, gibt es regelmäßig Schulungen. Im Moment laufen Schulungen mit einer Logopädin. Das heißt, dass die Kollegen lernen, noch deutlicher, noch prononcierter ihre Sätze zu sprechen. Komma, die Mitteilung geben können, Punkt. Es ist natürlich wichtig, dass die Kollegen regelmäßig trainiert werden. Die haben das irgendwann mal anders gelernt. Jetzt machen wir aber hinter erstem Punkt und schreiben das nicht mehr aus. Und also es gibt permanent eigentlich da Kontakt und Schulung, sodass da ein gewisses Qualitätsniveau gesichert ist. Hinzu kommen natürlich die Abnahmen, ne? Dass halt wirklich wie Augenprinzip nochmal jemand drüber guckt, bevor das Ganze auf Sendung geht. Fernsehen zu erleben für Menschen mit audiovisuellen Einschränkungen ist also längst kein Problem mehr. Durch die ersten großen Schritte des MDRs in Richtung Barrierefreiheit.